Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die Smogbelastung im Ruhrgebiet hat im Laufe des Tages leicht abgenommen. Die Alarmstufe 3, das ist die höchste, konnte bereits heute früh wieder aufgehoben werden. Trotzdem bleibt auch für morgen die Alarmstufe 2 bestehen. Das heißt, zeitlich begrenztes Fahrverbot in besonders gefährdeten innerstädtischen Bezirken. Im Raum Gießen und Kassel gilt weiterhin Alarmstufe 1. In Berlin dagegen wurde sie aufgehoben. Im westlichen Ruhrgebiet war auch heute die Luft am dicksten. Alarmstufe 3, totales Fahrverbot. Das galt bis 10 Uhr am Morgen. Die Industrie war weiterhin gehalten, so wenig Schadstoffe wie möglich in die Luft zu pusten. Von 15 bis 20 Uhr blieben bei Alarmstufe 2 die Straßen wieder leer. Busse und öffentliche Verkehrsmittel hingegen waren überfüllt. In Hannover sind bei einer Explosion in einem Wohnhaus 3 Menschen getötet und 4 schwer verletzt worden. Die Explosion zerstörte das dreistöckige Gebäude und beschädigte die Trennwand zum Nachbarhaus. Trümmer wurden gegen die Fassaden der umliegenden Häuser geschleudert. Die genaue Ursache des Unglücks konnte die Polizei bisher nicht ermitteln. Ein Brand in einer Ladenpassage in Essen hat eine Apotheke und eine Drogerie völlig zerstört. Umliegende Geschäfte wurden stark beschädigt. Aus dem darüberliegenden Wohnhaus mussten 30 Bewohner evakuiert werden. 2 Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, da vor dem Feuer offenbar in eines der Geschäfte eingebrochen worden war. Auf ihrem Bundeskongress in Essen haben die FDP-Frauen den Entwurf eines neuen Ehescheidungsfolgenrechts von Bundesjustizminister Engelhardt, FDP, kritisiert. Sie verlangten vor allem, dass in dem Entwurf ein Passus gestrichen wird, in dem ein sogenanntes nacheheliches Wohlverhalten erzwungen werde. Dabei werde der Verlust von Unterhaltsansprüchen angedroht. Überhaupt, so der Kongress, führten viele neue Gesichtspunkte für die Gewährung von Unterhalt im Ergebnis zum Verschuldungsprinzip von 1977 zurück. Der FDP-Vorsitzende Bundesaußenminister Genscher verteidigte auf dem Kongress den Entwurf. Der Justizminister sei auf einem guten Weg, wenn er der zweiten Vergewaltigung im Gerichtssaal ein Ende machen wolle, sagte Genscher. Der Bundesvorstand der Landsmannschaft Schlesien ist in Königswinter zu einer zweitägigen Sitzung zusammengekommen. Hauptthema der Beratung, das bereits beschlossene Leitwort für das diesjährige Vertriebenentreffen, 40 Jahre Vertreibung, Schlesien bleibt unser. In den letzten Wochen war der Druck aus dem In- und Ausland immer größer geworden, dieses Motto zu ändern. Es wird angenommen, dass der Vorstand der vertriebenen Organisation sich für ein anderes Leitwort entscheidet. In New York gehen die Verhandlungen über die Zypernfrage zur Stunde in die entscheidende Phase. Schon vor dieser fünften Gesprächsrunde hatte der Führer der Inseltürken Denktasche erklärt, es sei der Punkt erreicht, an dem die Gespräche gelingen oder platzen müssten. Ihm und dem Chef der griechisch-zyprischen Bevölkerungsgruppe Kypriano liegt ein Vorschlag von UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar vor. Danach soll ein Bundesstaat Zypern mit einer Zentralregierung gegründet werden. Außerdem soll er aus 2 Regionen bestehen, die mit Autonomierechten ausgestattet sind. Die Verhandlungen über den israelischen Truppenabzug aus Südlibanon sollen am kommenden Dienstag fortgesetzt werden. Das erklärte der libanesische Ministerpräsident Karami nach einem Treffen mit Staatspräsident Gemayel und dem stellvertretenden UNO-Generalsekretär Urquhart. Israel hatte im Januar die Gespräche im Grenzort Nakura abgebrochen. Man konnte sich nicht darüber einigen, wer nach dem Abzug der israelischen Truppen den Südlibanon kontrollieren soll. In der französischen Überseekolonie Neukaledonien hat Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand Gespräche mit Befürwortern und Gegnern der Unabhängigkeit geführt. Dem Führer der kanakischen Befreiungsfront, Tshibayou, erläuterte Mitterrand seinen Vorschlag über eine Volksabstimmung, die dem Pazifikterritorium eine begrenzte Unabhängigkeit sichern soll. In der Hauptstadt Nouméa demonstrierten rund 30.000 weiße Siedler für den Verbleib Neukaledoniens unter französischer Flagge. In den letzten Monaten war es zwischen ihnen und den einheimischen Kanaken immer wieder zu blutigen Unruhen gekommen. Lawinenunglück in den spanischen Pyrenäen. 6 Menschen kamen dabei ums Leben, 3 weitere wurden schwer verletzt.
Die Lawine im Ferienort Kandanshu hatte eine Gruppe von Jugendlichen erfasst, die Skiunterricht nahmen. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Im Nordosten teils dichter Nebel, teils sonnig und sehr kalt. Im übrigen Deutschland bedeckt und neblig trüb. Gegen Abend von Südwesten zunächst Schnee, dann Regen. Dabei verbreitet Glatteis. Heute Nachrichten zum Sendeschluss gegen 0.20 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dankeschön. Der Winter bestimmt das Sportgeschehen. Entweder es findet draußen im Schnee statt, wie wir eben gesehen haben, auch hier im Vorraum zu unserem neuen Studio, oder aber in den Hallen. Und der Mann des Tages kommt auch aus dem Wintersport. Er ist aus Berchtesgaden, heißt Hermann Weinbuch und stand heute bei der Siegerehrung zur Nordischen Skiweltmeisterschaft ganz oben auf dem Treppchen in Seefeld. Hermann Weinbuch. Weinbuch setzte eine schon sehr lange, sehr alte deutsche Tradition fort, die 1960 begann mit dem Olympiasieg von Georg Thoma aus dem Schwarzwald. Mehr dazu mit einem zusammenfassenden Bericht später in unserem Programm. Zunächst darf ich Ihnen mal die Gäste vorstellen, die heute Abend in diesem Sportstudio zugegen sind. Zunächst einmal die Herrschaften, die draußen eben das Auto ausprobiert haben. Der eine ist Rauno Altonen, ein großer Meister seines Fachs, Rallyefahrer, seit 22 Jahren Profi und sehr erfolgreich, der auch die Rallye Monte Carlo schon, oh, da hat er was mitgenommen, meine Güte, oder ist ihm was vom Auto abgefallen, aber das kennt er ja, das macht ihm überhaupt nichts aus. Er wird uns heute Abend einiges demonstrieren, nicht nur seine hohe Schule des Autofahrens, sondern wird uns auch einige Tipps geben, wie man zu dieser Zeit sein Auto vorsichtig und sicher über den Schnee bewegt. In dem zweiten Wagen, den wir eben gesehen haben, sitzt ein Ehepaar, das an der Rallye Monte Carlo stattfindet. Robert und Christa Ruhoff, genau in einer Woche beginnt ihr Start zur Rallye Monte Carlo auf einem Privatwagen. Und wir wollen ein bisschen den Unterschied herausarbeiten zwischen einem Profi und den Amateuren. Und dann begrüße ich hier im Studio ganz herzlich einen Mann, der schon zum 9. Mal im aktuellen Sportstudio ist, in den letzten 20 Jahren, den Leiter des Instituts für Sportmedizin und Kreislaufforschung an der Sporthochschule in Köln, Herrn Prof. Dr. Wildor Hollmann. Herzlich willkommen. Der Anlass ist gegeben, um mit Professor Hollmann ein ernstes Gespräch zu führen über Hochleistungssport und Sportmedizin. Aber jetzt will ich Ihnen ganz schnell sagen, was wir im Programm an Berichten haben. Natürlich berichten wir über die Nordische Skimeisterschaft, die Weltmeisterschaften in Seelos, in Seefeld natürlich. Wir zeigen Ihnen ein Spiel aus der Zwischenrunde des deutschen Basketballs, mit der deutschen Meisterschaft. Wir berichten außerdem von den ersten Weltspielen der Leichtathletik in Paris und vom zweiten Finalkampf um die deutsche Meisterschaft im Ringen zwischen Ahlen und Wildhaus. Und nun aber als erstes ein Blick nach Paris. Wir werden da zweimal oder dreimal hinschalten. Und zwar zu den ersten Leichtathletik-Weltspielen. Der Internationale Leichtathletikverband hat sich nun etwas Neues einfallen lassen, um seinen Spitzenathleten mehr Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Diese Spiele, die zunächst Weltspiele heißen, aber später Weltmeisterschaften,